Willkommen im HDB Schweiz Shop zu unserem Vergleich Automatikhelm. Dieser Vergleich soll dazu dienen, euch zu helfen, den richtigen Helm für euch rauszusuchen. Ich habe unterschiedliche Helme vorbereitet für unterschiedliche Einsatzgebiete und wir werden uns die technischen Daten anschauen. Wir werden uns anschauen, wie komfortabel ist so ein Helm und ich werde auch meine Empfehlung dazu abgeben, um euch, wie gesagt, das Ganze zu erleichtern, den richtigen Helm für euch rauszusuchen. Hier sehen wir unser Weltcap, dann kommt unser Speedlast 100V. Unser P550, der durch Neo ersetzt wird, unser VegaView, der meistverkaufteste Helm, unser E680, der bewährteste Helm und unser Highlight 9100XXI aus dem Hause Speedglass, Hightech und Hightech aus dem Hause Optrel D684. Das ist wichtig bei der Auswahl des richtigen Helmes für euch. Ihr müsst euch erstmal bewusst werden, was habt ihr vor. Wollt ihr Elektrode schweißen? Wollt ihr MAC, WIC schweißen? Wichtig ist bei so einem Helm, er ist natürlich von der Lichtquelle abhängig. Das heißt, wir haben hier DIN-Stufen und jeder Helm hat unterschiedlichen Bereich. Jede Automatikkassette hat einen unterschiedlichen Bereich. Wir müssen nur eins wissen. Umso heller mein Lichtbogen, wenn ich mit 500 Ampere Max schweiße, habe ich einen relativ hohen Lichtbogen, also muss die Schaltstufe relativ hoch. Das heißt, sowas würde ich mindestens mit der Stufe 12 oder 13 machen, was professionelle Helme auch können. Wenn ich aber aus dem WIC-Schweißbereich komme und ich habe teilweise, manchmal arbeite ich mit 30, 40 Ampere, wo der Lichtbogen ganz klein ist und ich muss ganz genau sehen, was dort im Schweißbad passiert, da muss ich mit meiner Stufe runtergehen und da muss sich ein professioneller Helm dadurch auszeichnen, dass ich mindestens auf die Schaltstufe 8 gehen kann, dass er sensibel genug ist und dass er auch vernünftig abblendet und mir die Augen nicht verblitzt. Beginnen wir mit dem außergewöhnlichsten System, neu von Optrel, das sogenannte neue Weltcap. Das Weltcap soll dazu dienen, für den mobilen Einsatz, dass ich es schnell parat dabei habe. Ich habe es vielleicht so eingewickelt und ich habe das irgendwo an der Seite stehen, quasi für den schnellen Einsatz. Die Automatikkassette, die hier drin sitzt, ist ausgelegt für die Schaltstufen von 9 bis 13. Das können wir hier sehen. Die schaltet auch recht schnell und ist akzeptabel. Ich würde diesen Helm zum Beispiel in einem Stallbaubetrieb nicht unbedingt empfehlen. Der Funkenflug und die Spritzer, wenn die quasi mir entgegenkommen, ist dieser Schutz nicht unbedingt ausreichend. Dafür ist dieses Weltcap auch nicht gedacht. Das ist wirklich für den mobilen, schnellen Einsatz gedacht. Ich würde dieses Weltcap zum Beispiel da einsetzen, wenn ich schnell draußen irgendwo am Dach Elektrode schweißen muss oder ein bisschen MAC oder WIC, dann würde ich diesen Helm schon dazu empfehlen. Wir haben leider nur einen Sensor, der das Ganze abdecken soll. Und ich sag mal so, das ist für die Einsteiger eine durchaus gute Lösung, aber wie gesagt, nicht für den dauerhaften Betrieb. Man kann es ganz leicht aufsetzen. Es ist relativ leicht, stabil. Problem ist natürlich, es sitzt nicht ganz fest. Ja? Wenn ich den Kopf bewege, wir sehen, das ist alles nicht so optimal. Dieses Weltcap von Optrel könnt ihr bei uns im HDB Schweiz Shop bestellen. Ab 175 Euro netto gehört dieses Paket euch, wie gesagt, für den mobilen Einsatz. Kommen wir zu einem weiteren Verkaufsschlager aus dem Hause 3M, Speedglass, der 100V. Das ist ein sehr gängiges Modell bei uns. Wir empfehlen grundsätzlich diesen Helm bei allen unseren MIG-MAC-Anlagen. Das ist ein Helm mit der Schaltstufe von 8 bis 12. Nicht nur zum MIG und MAC geeignet, der ist auch zum WIC geeignet. Die Automatikkassette ist von der Größe recht klein. Wir haben zwei Sensoren und das ist ein reiner Helm mit Batterien, also keine Solarzellen. Und ich würde diesen Helm, wie gesagt, nur zum MIG und MAC empfehlen, zum WIC-Schweißen. Dauerhaft professioneller WIC-Einsatz würde ich schon einen etwas hochwertigeren Helm einsetzen. Dieser Helm liegt bei uns aktuell im Angebot bei ca. 130 Euro im HDB Schweißshop und wird bei den meisten MIG-MAC-Anlagen mit dazu im Set angeboten. Also, wenn du ein MIG-MAC-Schweißer bist, kann ich dir diesen Helm nur empfehlen. Er ist auch relativ leicht. Der Vorteil von diesem Helm, der wiegt nur 429 Gramm, das heißt, er sitzt relativ leicht auf meinem Kopf. Die Kombination der Einstellung ist auch relativ einfach und bequem. Ich kann ganz einfach den öffnen, kann ihn ganz einfach positionieren. Also auch als Brillenträger, so wie ich, ist er durchaus geeignet. Kann optimal einsetzen. Hier kann ich das Ganze festmachen, dass er auch oben bleibt. Ich kann auch zumachen. Passt wunderbar. Wie gesagt, sehr handlich, praktisch, gängiges Modell, Preis-Leistung unschlagbar, da nur 130 Euro im Angebot. Zu einem weiteren ähnlichen Produkt wie der Speedglass 100V, zu dem Optrel Helm, dem P550, den wird es jetzt ab heute als Neo Edition geben, das heißt, so in der Art wird es den Helm nicht mehr geben. Der P550 bekommt eine neue Kassette und wird als Neo verkauft, das seht ihr bei uns im Online-Shop, kostet ca. 190 Euro netto im Angebot.
Der Vorteil bei diesem Helm ist, wir haben außen die Möglichkeit, die Stufe einzustellen. Das heißt, wir haben hier die Schaltstufen von 8 bis 13. Das ist schon so ein sehr weites Spektrum. Das heißt, auch zum Wegschweißen sehr gut geeignet. Der neue Helm bekommt auch eine farbecht Filterkassette, damit sehe ich die Farben in echt, nicht nur Grüntöne. Die Halterung ist etwas gröber wie bei dem Speedlast, aber trotzdem sehr praktisch einzustellen. Ich kann ihn leicht aufmachen, kann ihn aufsetzen, festmachen, zumachen, verstellen. Alles passt soweit. Ich möchte behaupten, dieser Helm ist von der Größe etwas kleiner als der 100V. Was jetzt aber wichtig ist, die Sensorik ist hier deutlich besser. Wir haben erstens nicht nur Batterienbetrieb, wir haben auch Solarzellenbetrieb und wir haben hier 3 Sensoren. Kommt aus dem Hause Optrell in der Schweiz. Im Inneren noch weitere Einstellungen vornehmen, Sensibilität und sonstiges. Und wie gesagt, Schaltstufen von 8 bis 13, damit kann ich wunderbar MIG-Elektrode schweißen und natürlich wunderbar WIG schweißen. Der Helm packt das locker, die Kassette schnell, blendet schnell ab, kann ich auch guten Gewissens empfehlen. Hier sind wir schon etwas schwerer wie bei dem Speedlast-Helm. Wir sind hier bei 515 Gramm. Trotzdem immer noch sehr leicht und bequem und komfortabel. Nun kommen wir zu unserem Highlight, was manchen Kunden schon bekannt ist, zu unserem neuen Optrell VegaView 2.5. Das ist der Helm, der am meisten bei uns bestellt und gekauft wird. Das ist auch der Helm, der bei allen professionellen WIG-Maschinen bei uns rausgeht. Preis-Leistung ist dieser Helm für das, was er kann, auch sehr gut. Wir haben hier eine Bedienerfläche, wir können hier die Sensibilität außen verstellen, wir können auch hier die Schaltstufen von 8 bis 12 verstellen, relativ genau. Er schaltet sehr schnell, blendet sehr schnell ab, ist sehr zuverlässig, hat nicht nur Solarbetrieb, auch Batterienbetrieb. Die Sensorik ist besser, wir haben mehr Sensoren, wir haben ein größeres Sichtfeld. Die Kassette kann auch leicht ausgetauscht werden. Die Vorsatzscheibe kann leicht getauscht werden. Was den Komfort angeht, ist das eigentlich einer der besten Helme. Er ist sehr leicht. Ich habe auch, wenn ich einen größeren Kopf habe, genug Platz. Ich kann meine Brille einsetzen. Ich kann diese ganze Halterung nach oben, nach unten verstellen. Somit kann ich den Helm quasi vor- und wegziehen. Sehr schön gemacht. Leicht einzustellen. Zu, auf. Preis-Leistung. Dieser Helm liegt momentan bei uns bei ca. 270 Euro netto. Das ist aber auch ein hochprofessioneller WIG-Helm, der für alle WIG-Arbeiten gedacht ist. Damit können wir natürlich auch wunderbar MAC und MIG schweißen, sowie Elektrode. Dafür ist der vielleicht zu schade. Aber zum WIG-Schweißen kann ich euch diesen Helm wärmstens empfehlen. Plus, wir haben hier eine Flex-Funktion. Wenn wir diesen Taster betätigen, sehen wir im Inneren, wie es rot blinkt. Und das sagt aus, dass die Kassette jetzt bei dieser Stufe 4 bleibt und nicht mehr abblendet. Und wir wunderbar flexen können und unser Gesicht geschützt ist. Und was sehr schön ist, es gibt ein Jahr extra als Garantie dazu. Bei allen Helmen, erstaunlicherweise wiegt dieser Helm nur 514 Gramm. Das ist absolut genial. Wir haben alle Funktionen, wir haben eine Hightech-Kassette hier drin. Und dabei ist er auch noch sehr leicht. Also den spürt man kaum. Irgendwann vergisst man, dass man diesen Helm anhat. Kommen wir zu einem weiteren sehr bekannten Optrell-Helm. Und zwar den E680, den kennen wie auch sehr viele Profi-WIG-Schweißer. Das ist ein ähnlicher Helm wie der VegaView. Plus er hat eine zusätzliche Funktion und die Reichweite bzw. unsere Dienststufen ist viel größer. Wir können diesen Helm einschalten, indem er schaltet von 9 bis 13. Wir können aber auch genauso zum WIG-Schweißen, wenn wir mit ganz niedrigen Strömen arbeiten, können wir hier sehen, können wir sogar umstellen. Da können wir sogar von 5 bis 9 einstellen. Dementsprechend mit diesem Knopf. Wir haben auch hier die Flex-Funktion, indem wir diesen Taster betätigen. Und wir können hier noch die Einstellung vornehmen, Delay, Fast or Slow. Also schnell oder langsames Abdunkeln. Natürlich würde ich hier an der Stelle mit Fast arbeiten. Die Sensibility können wir verstellen. Wichtig ist aber hier zu sagen, dass die Kassette, die hier drin sitzt, noch bessere Sensorik hat, auch Solarzellen und batteriebetrieben ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, Filterkassette in dem VegaView, die neue Generation ist. Hier haben wir eine farbecht Filterkassette, was hier nicht der Fall ist. Also, wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen dem VegaView und dem E680, der sogar etwas teurer ist, ganz klar empfehle ich euch den VegaView 2.5. Das ist einfach die neueste, beste Generation. Im Inneren gibt es nicht viel zu sehen, weil auch hier die ganze Sensorik einzustellen ist. Von der Bedienbarkeit auch ganz einfach, leicht aufzusetzen, praktisch.
Wunderbar. Einsatzgebiete von dem E680 würde ich vielleicht empfehlen, wenn ich mit ganz niedrigen Strömen beim WIC-Schweißen arbeite, wo ich sag mal mit 20, 30 Ampere arbeite und ich muss das ganz genau dort sehen, kann man hiermit quasi auf die Stufe 9 bis 5 stellen und nochmal ganz genau das Ganze einstellen für sich. Dafür ist dieser Helm zu empfehlen. Erstaunlicherweise ist dieser Helm noch leichter. Wir sind hier bei 507 Gramm. Also wenn es jetzt aufs Gramm ankommt, ist dieser Helm noch leichter. Kommen wir zu der High-End-Lösung, die es bei den Automatikhelmen gibt. Ich zeige euch jetzt einen Helm. Nach oben hin gibt es überhaupt nichts mehr. Das ist dieses Highlight-Modell von Speedglass. Und zwar auch hier die neueste Generation, der 9100XXI. Ganz wichtig, I ist die neue Generation. Hier ist auch eine neue Kassette drin. Das ist die größte Kassette mit Farbechtfilter. Und der Vorteil ist hier ganz klar, wenn man sich das Ganze einmal anschaut. Wir haben ein sehr großes Sichtfeld. Wir haben Seitenfenster. So können wir auch in die Seiten schauen, wenn das notwendig ist. Wir sehen, wie das hier durchdacht ist mit der Frischluft. Beziehungsweise das ist jetzt ein ganz normaler Helm ohne Frischluftzufuhr, ohne Filter. Aber trotzdem auch hier schauen wir uns einmal die Bedienbarkeit. Sehr übersichtlich, kann ich alles einstellen. Das ist auch ein Helm von der Schaltstufe 5 bis 13. Das heißt, sehr gut geeignet zum WIC-Schweißen, sehr gut geeignet zum MAC-Schweißen, sehr gut geeignet zum Elektrode-Schweißen. Gibt es das Ganze auch Frischluftsystem, wo wir quasi unsere Frischluft dazu installieren können. Die Halterung ist auch sehr gut gemacht. Also das sitzt dann wie angegossen, wenn man sich das hier anschaut. Also richtig alles durchdacht. Wir haben 4 Brücken, die das Ganze sehr gut auf dem Helm, auf dem Kopf positionieren. Ich führe euch das einmal vor. Der Vorteil bei diesem Helm, was die Druckstellen angeht, bei manchen Helmen ist es so, bei günstigen Helmen, dass ich mit der Zeit irgendwo Druckstellen habe und das ist unangenehm, das tut mir weh. Bei diesem Helm hat man das nicht, auch wenn dieser schwerer ist, weil er einfach mehr Aufnahmen hat, mehr Auflage hat. Also es ist wirklich sehr komfortabel, sehr angenehm, diesen Helm aufzusetzen. Und das Besondere, wie gesagt, bei diesem Helm, einfach die Sicht. Wenn man diesen Helm anzieht, hat man das Gefühl, man hat überhaupt keinen Helm auf, weil ich eine breite Rundumsicht habe durch diese Seitenfenster, durch diese große Automatikkassette. Wobei wir auch sagen müssen, wenn wir WIC schweißen, wir konzentrieren uns immer auf diesen kleinen Lichtbogen. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass die Sicht so groß ist, aber es ist von Vorteil. Wer sowas mag und sowas will, bitteschön. Mit dem Speedglass 3M 9100XXI, die neueste Generation, das Beste, was man so bekommen kann. Man sollte auch beachten, dieser Helm kostet bei uns 400 Euro. Also absolute Liga, High-End-Liga. Ja, wie gesagt, qualitativ sehr hochwertiger Helm. Den einzigsten Nachteil, den dieser Helm hat, ist natürlich das Gewicht. Also man spürt schon in der Hand, der ist schwerer als so ein Oktrell-Helm. Wir sind hier bei 629 Gramm und das ist schon einiges. Natürlich gibt es zu dieser 3M Speedglass High-End-Lösung auch eine High-End-Lösung aus dem Hause Oktrell. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar der neue E684X. Auch hier ist das System von Oktrell gut zu erkennen. Speedglass verlagert die ganze Einstellung nach innen, sodass ich den Helm abnehmen muss, wenn ich verstellen muss. Oktrell macht das klugerweise außen. So kann ich alle meine Einstellungen außen vornehmen. Auch was wir hier bei dem E684 mal 1 erkennen können, gibt es hier die Funktion Stufe von 9 bis 13 oder Stufe von 5 bis 9. Kann ich hier verstellen. Und kann hiermit auch nochmal fein einstellen, kann genauso flexen. Und die Sensibility kann ich verstellen und dann kann ich das Ganze auf Auto, Fast und so weiter und so fort einstellen. Die Halterung ist wiederum die gleiche wie vom VegaView. Etwas gröber, aber durch diese Filze hier ist das natürlich auch sehr schön bequem. Sitzt wunderbar. Auch eine relativ große Kassette. Aber bei weitem nicht so groß wie bei dem Speedglass, aber völlig ausreichend. Das ist die Frischluftausführung. Wir können hier das an diesem Stutzen erkennen. Wir können das aber auch an dieser Membran erkennen. Wir können hierzu einen Gürtel anschließen mit einem Filter, der uns permanent Frischluft zuführt. Das heißt, ich sitze in einem Kessel, ich sitze in einer rauen Umgebung, wo Staub herrscht, ist natürlich sowas zu empfehlen. Bekomme ich immer frische Luft, somit schone ich meine Gesundheit. Schauen wir uns einmal die Kassette an, auch hier deutlich zu erkennen, Solarzellenbetrieb sowie Batterienbetrieb, viele Sensoren, ein sehr guter Helm, blendet immer sehr gut ab, liegt auch circa bei 380 Euro. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt,
Fürs Feedback bin ich euch dankbar. Ich wünsche euch noch was. Und nicht vergessen, unsere Verlosung Silvester-Spezialen AC/DC, eine Picotic 200.